Wir fangen wie immer mit dem Zuschnitt an. Ihr braucht Vorder- und Rückenteil vom äußeren Shirt, Vorder- und Rückenteil vom inneren Shirt und zwei Ärmel. Entweder die Flügelärmelchen, die kurzen, oder die langen Ärmel. Ich habe jetzt hier die kurzen Flügelärmel gewählt. Nach dem Zuschnitt solltet ihr euch die eingezeichneten Knipse von den Schnittteilen auf den Stoff übertragen. Das macht ihr entweder mit einem Markierstift, ja, das habe ich hier auf den Ärmelchen mit dem Markierstift gemacht, oder aber ihr knipst die Nahtzugabe mit der Schere etwas ein. Da müsst ihr darauf achten, dass das nur innerhalb der Nahtzugabe eingeknipst ist. Okay, wenn ihr das habt, ich zeige euch das nochmal. Das sind meine beiden äußeren Lagen. Die inneren Lagen habe ich aus einfarbigem Viskosestoff zugeschnitten und dann noch zweimal gegen gleich den Flügelärmel. Ja, prinzipiell kann man das Shirt auch einlagig nähen. Und dann ist es im Prinzip eurem Geschmack überlassen, ob ihr die innere Lage oder die äußere wählt. Die äußere ist eben ausgestellter und dafür ein bisschen kürzer. Wenn ihr die äußere wählt, müsstet ihr eventuell einen Tick verlängern, ja? Falls euch die dann zu kurz sein sollte. Okay, und beginnen tun wir mit den Schulternähten. Also die innere und die äußere Lage müssten jetzt an den Schulternähten zusammengenäht werden. Also legt ihr jeweils Vorder- und Rückenteil der jeweiligen Lage rechts aufeinander. Und ich habe jetzt nicht gut vorgesorgt und habe jetzt keine Klammern da. Die denkt ihr euch jetzt. Ich klammer das jetzt hier fest und dann nähe ich die beiden Lagen aufeinander. Also ich schließe die Schulternähte und das gleiche mache ich mit dem Innenteil auch so, mit dem inneren Shirt. Auch hier rechts auf rechts. Prinzipiell ist es so, dass dieser Schnitt unter der Brust sehr weit ausfällt, sehr gut zum Kaschieren geeignet und das fällt umso schöner, je leichter die Stoffe sind. Ne? Also Viskose zum Beispiel fällt da sehr schön oder selbstverständlich gehen auch einfache Baumwolljerseys, aber die sollten dann nicht zu fest sein. Dann sieht es einfach nicht ganz so schön aus, wobei das auch Geschmackssache ist. Leichte Strickstoffe würden auch gehen, dürfen aber nicht zu dick sein, dann wird das wieder zu eng. Auch hier werden jetzt die Schulternähte geschlossen. Bis gleich! Ja, dann geht es jetzt mit den Seitennähten weiter. Bei beiden Teilen, also innere und äußere Lage. Ich zeige euch das jetzt an der äußeren. Ihr steckt ihr die Seitennähte rechts auf rechts. Weil das Shirt zweilagig ist, wird es von den Nähschritten etwas anders genäht als ein einlagiges Shirt. Schön bündig rechts auf rechts aufeinander sticken. Wie gesagt, das macht ihr mit der inneren Lage dann auch so. So, jetzt näht ihr dann die Seitennähte zusammen und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Jetzt wendet ihr die beiden Teile, so dass die rechte Stoffseite außen ist. So, und jetzt schiebt ihr die innere Lage in die äußere, sodass die rechte Stoffseite der inneren Lage auf der linken Stoffseite der äußeren Lage zu liegen kommt. So, Moment, da ist sie. Na, noch nicht ganz. Also, jetzt werden die Ausschnitte, also einmal der Halsausschnitt
und die Armausschnitte aufeinander gesteckt. Wie gesagt, das ist dann rechts auf links oder links auf rechts, wie auch immer. Einmal ringsrum, schon mal fixiert. Dann kann das nicht mehr verrutschen. Das wird nämlich gleich als eine Lage weitergenäht. So sieht das jetzt aus. Und das Gleiche macht ihr jetzt auch noch mit den Armausschnitten. Und dann näht ihr die kurzen Seiten von den Flügelärmelchen zusammen. Rechts auf rechts. Und wenn ihr den langen Ärmel nähen wollt, dann sieht das so aus. Ne? Dann klappt ihr den Ärmel auch an der Ärmelnaht rechts auf rechts. Und beide Ärmel dann natürlich. Und dann schließt ihr die Ärmelseitennähte sozusagen. Ne? Bei den kurzen sieht es so aus und bei den langen so. Okay, bis gleich. Ja, als nächstes werden dann die Ärmel auf die Armausschnitte gesteckt. Für den Flügelärmel geht ihr folgendermaßen vor. Ihr lasst alles so liegen, wie es jetzt vor euch liegt, also das Shirt mit der rechten Seite, und fangt an, den entsprechenden Ärmel entsprechend der Passzeichen. Das ist, ne, zwei kleine Striche sind immer vorne und einer immer hinten am Rückenteil. Wobei hier ja ein paar mehr Passzeichen drauf sind, aber dass ihr das wisst, die müssen natürlich hier aufeinandertreffen. Und dann steckt ihr alle drei Lagen bündig aufeinander. Wenn es vorher schon vernünftig gesteckt hat, erleichtert das jetzt eben das weitere Vorgehen. Einmal ringsrum. Hier hinten ist ja auch nochmal das Passzeichen. Ne? Ich habe einmal einen Punkt gemacht und einmal einen Knips, um euch das zu zeigen vorhin. Aber das ist ja egal. Hauptsache, die passen aufeinander. Bei drei Lagen ist es gar nicht so einfach, alles bündig aufeinander zu kriegen. So, das ist dann der Moment. Der Flügelärmel. Jetzt näht ihr diese drei Lagen zusammen, einmal ringsrum. Wenn ihr den langen Ärmel gewählt habt, dann ist es einfacher, das Shirt einmal umzudrehen, zeige ich euch auch. Also komplett einmal rum. Jetzt liegt die innere Lage mit der linken Stoffseite vor euch und dann nehmt ihr den äußeren Ärmel. Ich klappe mir das dann immer so ein bisschen rum und sieht jetzt ein bisschen fummelig aus, dann wird das rechts auf rechts gesteckt. Auch ringsrum entsprechend der Passzeichen. So. Die Passzeichen hatte ich ausgelassen beim Stecken, damit ich sie gleich sehe. Schwupp. So, hier ist auch der Knips für die Schulternaht. Das trifft auch aufeinander. So, ja, also je nachdem, welche Ärmel ihr gewählt habt, näht ihr die jetzt ringsrum aufeinander. So, zeige ich es hier nochmal, jetzt sieht man das wahrscheinlich besser. Ne? Einmal hier so zusammen im Kreis. Bis gleich. Als nächstes errechnen wir die Länge des Halsbündchens. Dazu legt man den Halsausschnitt
aufeinander. Und danach ungedehnt an ein Lineal oder Maßband. Natürlich muss man das einigermaßen gerade bekommen. Darf dabei das aber nicht auseinanderziehen. Also sollen wir gucken, dass es einigermaßen gerade kommt. So. Das sind jetzt hier 35. Das multipliziert ihr mal 2 und danach den Wert, den ihr erhalten habt, entweder mit 0,7. Wenn ihr normales Rippenbündchen oder anderes Bündchen habt, oder mit 0,8, wenn das Bündchen fester ist oder ihr Jersey nehmt. Ich habe das mit 0,8 multipliziert. Ich nehme den gleichen Jersey, den ich auch für die obere Lage des Shirts genommen habe. Dann schneidet ihr die errechnete Länge zu, plus Nahtzugabe an den Enden, und schließt diesen Bündchenring oder Jerseyring rechts auf rechts an den kurzen Enden. Und danach klappt ihr das Ganze links auf links, ringsrum zu einem Bündchenring. So. Ich mache das jetzt nicht komplett rum, sondern nur einmal fürs erste hinten und vorne in der Mitte. Denn damit beginnen wir jetzt auch das Ganze auf den Halsausschnitt zu stecken. So, nochmal kontrollieren, ob das stimmt. Ja, das sind die Hälften. Die Naht kommt natürlich nach hinten aufs Rückenteil. Und zwar die offene Kante bündig auf die offene Kante vom Halsausschnitt. Und hier vorne habe ich mir das auch markiert. Und dann kommt das auf die vordere Mitte. So, und von jetzt an, man kann sich auch noch die Viertel markieren, wobei das meistens nicht ganz auf die Schulternähte trifft. Dann muss man da auch noch mal schauen, wo dann die Viertel vom Shirt sind. Die sind, wie ihr seht, hier sind die Schulternähte, wären dann hier. Da wir jetzt aber hier schon so viele Klemmerchen haben, um das Ganze zusammenzuhalten, habe ich darauf verzichtet. Ich dehne jetzt einfach auf beiden Seiten den Rest. Dazu lege ich mir das dann so hin. Und es ist so ein bisschen fummelig. Und je besser das jetzt gleich gesteckt ist, umso einfacher klappt das nachher auch mit dem Nähen. Es ist ein bisschen Übungssache, wie viel man dehnen muss. Ne? So. Die Breite des Halsbündchenstreifens ist abhängig von eurem Geschmack. Im E-Book empfehle ich inklusive Nahtzugabe 4 bis 4,5 cm. Dieser hier ist jetzt tatsächlich nur 3,5 cm breit, weil ich manchmal auch gerne den Bündchenstreifen am Halsausschnitt schmaler habe. Was wollte ich gerade noch gesagt haben? Genau, der Bündchenstreifen muss gedehnt werden. Sowohl der ist natürlich kürzer als der Halsausschnitt, damit es nachher schön anliegt. Und sowohl beim Stecken, seht ihr das, ich dehne jetzt nur oben den Bündchenstreifen, als auch später beim Nähen wird eben, wie gesagt, nur der Bündchenstreifen gedehnt. Nicht die unteren Lagen des Shirts, also des Halsausschnitts am Shirt. Natürlich ist es von Vorteil, wenn ihr das überall gleichmäßig dehnt, wobei das natürlich in den Rundungen etwas mehr gedehnt werden sollte als auf den relativ geraden Strecken, also vorne in der Rundung mehr dehnen als hinten im Nacken. Aber selbst im Nacken sollte es auch etwas gedehnt werden, damit es sich da auch schön anlegt. So, mal gucken hier. Das scheint mir doch ein bisschen viel, da muss ich das gleich noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Zu viel Dehnung ist natürlich auch nicht gut, dann wirft es nachher so Falten. Das ist jetzt hier ein bisschen viel, da muss ich das noch mal in die Richtung ein bisschen korrigieren. Deswegen ist das Stecken so wichtig. Wenn es vernünftig gesteckt ist, wird es nachher beim Nähen leichter sein. Dann kann man diese kurzen Abstände leichter einhalten. Dann weiß man auch ungefähr, wie viel man dehnen muss. So, jetzt kommt es wieder hin. Wunderbar. Moment, ich zeige euch jetzt nochmal, wie das dann aussieht. So sieht das jetzt aus. Jetzt ist der hier so ringsrum rangesteckt.
eben leicht gedehnt, wie gesagt, und wird jetzt angenäht. Und danach könnt ihr dann die Nahtzugabe in das Shirt bügeln und wenn ihr wollt, von rechts, also von außen noch knapp kantig das Ganze absteppen. Dann wird der Ausschnitt beim Tragen, also die Nahtzugabe wird sich dann nicht rausdrehen können und das liegt dann meistens, wenn es getragen ist, schöner an. Gut, und danach zeige ich euch noch, wie wir die Säume machen können und dann ist die Lady Fleur auch schon fertig. Ja, schon so gut wie fertig. So sieht das jetzt aus. Ich habe noch nicht gebügelt und auch noch nicht abgesteppt, weil sowohl mein Bügeltisch nicht frei ist, als auch das weiße Garn jetzt noch auf der Overlock ist. Das muss ich erstmal umfädeln. Mache ich später. Ist jetzt auch für euch gar nicht so wichtig. Wie man das macht, wisst ihr selber. Für die Säume gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich bevorzuge tatsächlich für diesen Schnittstoffe, die entweder hier oben ja auch weiß haben und deswegen die weiße Unterseite nicht stört oder die durchgefärbt sind, weil ich die offenen Säume bevorzuge. Für offene Säume schlägt man einfach die Nahtzugabe zu einer Seite und steppt hier mit ein paar einfachen Stichen der Nähmaschine die Nahtzugabe sozusagen fest und dann ist das gesichert. Man kann auch noch mal hier ein paar Stiche machen, braucht man aber in der Regel nicht. Ich mache das öfter so, das hält immer ganz gut. Das habe ich hier unten auch gemacht, ja, sodass das offen kantig bleibt, also offene Säume sind und der normale Jersey wird sich später rollen, der viskose Jersey eher nicht so. Ne? Ich mag das, wie gesagt, ganz gerne. Wer das nicht mag, kann natürlich auch geschlossene Säume arbeiten. Da habe ich hier ein anderes Shirt. Hier habe ich einen Rollsaum gemacht. Ja? Also einfach so ein ganz schmaler Saum mit der Overlock. Und hier habe ich einfache, ganz normale Säume gearbeitet, indem ich die Unterkanten, die Säume nach innen gelegt habe. Hier habe ich es noch gar nicht ganz abgeschnitten, seht ihr. Hier ist es ordentlicher. Und weil da ja eine Rundung drin ist, solltet ihr ca. 1,5, maximal 2 cm nach innen schlagen und das Ganze dann von rechts absteppen. Man kann auch den Differentialtransport der Overlock so einstellen, dass sich die Naht hier etwas zusammenzieht. Dann sollte man zuerst die Naht versäubern und dann umklappen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich eine Covermaschine habe, dann geht das auch so. Ja, das war's. Das ist die Lady Fleur. Sehr vielseitig zu nähen. Durch die äußere und innere Lage hat man mehrere Möglichkeiten. Doppellagig, einlagig, entweder nur äußere Lage oder innere Lage. Flügelärmelchen und lange Ärmel. Die E-Books bekommt ihr wie immer auf www.mialuna24.com. Den Newsletter, wenn ihr gerne über Neuigkeiten informiert werden wollt, bekommt ihr auf www.mialuna24.de. Und die Papierschnittmuster wie immer auf www.farbenmix.de. Achtung, das war jetzt Werbung. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass euch das Zuschauen und vor allem das Nähen sehr viel Spaß machen wird. Liebste Grüße und bis bald!